Hallo zusammen, heute möchte ich mal wieder was Neues vorstellen und zwar von mir. Ich zeige da oben auch dann extra Werbesendung an, es ist Werbung, aber für mich dieses Mal. Ich habe jetzt 2 Jahre lang sogar getestet, ein Harz rauszubringen, also Resin Art, Harz und Härter natürlich. Ich habe 2 Harze im Angebot, dieses ist etwas dickflüssiger. Mit diesem werde ich euch heute auch mal ein Bild zeigen und zu Anfang auch zeigen, was man alles dafür braucht. Das natürlich auch für, ich sage jetzt mal, Anfänger, die es vielleicht auch noch nicht gemacht haben, damit ihr wisst, was ihr alles braucht zum Harzgießen. Das zweite Harz ist etwas dünnflüssiger, auch für Schmuckgießen besser geeignet, sage ich jetzt mal. Darum habe ich 2 Harze im Angebot. So, ich zeige euch jetzt erstmal, was ihr alles dazu braucht und dann machen wir ein kleines Bild, damit ihr seht, wie es funktioniert und dann bis gleich. Was wir brauchen, natürlich das Harz, das ist jetzt das Künstlerharz. Mit Härter zusammen, das ist die große Packung mit 3 Kilo, also 2 Kilo Harz, 1 Kilo Härter, weil das Mischverhältnis ist 100 zu 50, also 100% Harz, 50% Härter. So, ich muss auch gleich dazu sagen, es ist ein ungiftiges Harz, also nicht toxisch, auch ganz wichtig. Wer jetzt helle Farben, weiß oder transparente Farben anmischen möchte, empfehle ich immer noch zusätzlich diesen UV-Stabilisator. Das Harz ist zwar vergilbungsarm, aber sicher ist sicher. Ist aber kein Muss. So, an Materialien brauchen wir am besten auch Handschuhe, Nitrilhandschuhe, weil die lassen da wirklich nichts durch. Keine Vinylhandschuhe, sondern wirklich schau drauf, dass es Nitrilhandschuhe sind. Eine Grammwaage zum Abwiegen nachher, dann natürlich Rührstäbchen, um umzurühren, und ich habe hier einfach solche Messbecher, die nehme ich dann zum Abfüllen und ein paar kleine Becher, wo wir dann das Harz nachher verteilen, die verschiedenen Farben. So, am besten sage ich auch immer noch entweder Gewebeband oder ich habe hier auch PVC-Band, da könnt ihr nachher beim Malgrund die Ränder ein bisschen abdecken, damit es, weil es wird immer ein bisschen runterlaufen, aber so bleibt es davon verschont. Als Malgrund nehme ich im Prinzip so MDF-Platten sind das, damit wir wirklich eine gerade Oberfläche haben und nicht wie beim Keilrahmen, dass sich das eventuell verbiegt. Kann aber jeder selber dann entscheiden. Es sollen nur Beispiele sein, wie ich das mache. Und natürlich als Farben, am besten sage ich immer Pigmente. Ich habe da jetzt mal Weiß, ich habe Gold und habe hier ein Echtblau. Also besser keine Acrylfarben oder sowas einmischen, weil die haben doch immer einen Wasseranteil. Das verträgt sich da nicht so ganz so gut. Okay, ich denke mal, ich habe alles. Dann lasst uns starten. Ich bin dann gleich zurück. Lasst uns starten. Ich habe hier so einen Messbecher, eine Grammwaage, die lege ich euch jetzt mal da drauf. Ihr könnt es wahrscheinlich trotzdem nicht richtig sehen. Ich zeige es euch jetzt einfach mal für Anfänger, wie man das Harz mischt. So, Grammwaage an, auf 0, passt. Ich denke mal, ich habe hier jetzt ein Board, das ist 24 zu 18 cm. Da müssten fast 75 Gramm reichen. Das heißt, ich mache jetzt mal 50 Gramm vom Harz rein. So, das passt.
Am besten immer gleich abputzen, dann habt ihr es sauber. Manchmal tropft es halt ein bisschen. Setzt es wieder auf 0. Und jetzt 25 Gramm, also die Hälfte von diesem Herd herein. So. Normalerweise, ihr kennt mich, ich mache immer ein bisschen mehr wie zu wenig. Beim Harz natürlich ein bisschen sparsamer sein. Jetzt, wie gesagt, dieser UV-Stabilisator zur Sicherheit mache ich da ein paar Tropfen rein. Man kann bis 3%. Das müsste eigentlich schon reichen. Man braucht es nicht unbedingt. Also nur bei, wenn man viel mit Weiß arbeitet, mit hellen Farben, dann ist es schon sinnvoll. Jetzt schön rühren, also ihr könnt langsam rühren, braucht nicht so schnell rühren. Jetzt wird es am Anfang etwas milchig, wenn es dann wieder klarer wird oder ganz klar ist, dann ist es gut gemischt. Man kann so sagen 2 bis 3 Minuten. Lasst euch Zeit beim Rühren, ihr habt ja 30 Minuten Zeit zum Verarbeiten, weil je schneller ihr rührt, umso mehr Luftblasen rührt ihr natürlich auch mitunter. Kann man natürlich nachher wieder rausmachen, wenn man es leicht erhitzt, aber darum lieber ein bisschen langsamer rühren. Ich werde jetzt mal fertig rühren, bin dann gleich wieder zurück, weil da braucht er nicht unbedingt dabei sein, wenn ich oder solange ich rühre. Okay, das müsste reichen. Ihr seht es hier. Es ist jetzt soweit klar wieder. Gut, das war der erste Schritt zum Anrühren. Dann bei diesem kleinen Bild nehme ich dann auch kleinere Becher. Nehme ja 3 Farben. Ich habe, wie gesagt, das Weiß, das Blau, also echt Blau und Gold. Jetzt fülle ich mir das schon mal in die Becher ab. Ruhig alles mitnehmen. Nichts verschwenden. Okay. Ich hoffe, das reicht. Gut. Ja. Das sind reine Pigmente. Ihr solltet eigentlich auch immer eine Maske aufziehen, zumindest eine Staubmaske, weil Pigmente ist ein ganz feiner Stoff. Und ruhig sparsam sein, ihr braucht nicht zu viel Pigmente reinmachen, weil ihr werdet gleich sehen, ich habe nicht viel reingemacht. Weil wenn ihr zu viel Pigmente reinmacht, wird das Harz natürlich auch dicker. Und es kann auch passieren, dass euch das Harz zu dick wird dann. Aber da könnt ihr dann auch etwas mehr erhitzen dann und dann wird es auch wieder flüssiger. Natürlich auch schön umrühren, dass die Pigmente sich auch schön auflösen. Also ihr könnt da Pigmente nehmen, ihr könnt da... Es gibt auch vorbereitete Farben, also in flüssiger Form, transparente Farben. Seht ihr, jetzt habe ich es aber schon gut weiß.
Natürlich, je weniger Pigmente ihr reinmacht, umso transparenter wird das. Aber das reicht meiner Meinung nach. Ja, was ich noch sagen wollte, bis hin zu Alkohol, ihr könnt da so viel probieren. Aber das könnt ihr alles selber testen. Ich soll jetzt einfach nur mal als Beispiel dienen für euch, wie man mit so Harz umgeht. Jetzt nehme ich mir hier das Hellblau oder Echtblau. Also wie gesagt, da reicht wirklich so eine kleine Messerspitze, sage ich jetzt mal. Also ihr seht schon, wie blau das ist. So. Dann noch das Gold, damit wir auch sehen, dass Metallic-Pigmente funktionieren. Das ist ja das Gold. Und da Gold ja oder Metallic-Pigmente etwas dicker sind, wie gesagt, auch mit Vorsicht zu genießen, gar nicht so viel rein. Vielleicht noch ein bisschen, das reicht schon. Ja, da habe ich fast schon zu viel. Ist schon recht dickflüssig. Könnt ihr vielleicht gut sehen. Ja, ihr habt wahrscheinlich auch schon gesehen, ich habe es jetzt abgeklebt mit ganz normalem Gewebeband. So, also wie gesagt, keine Hetze. Das Deckschichtharz, also das andere Harz, ist sogar 40 Minuten verarbeitbar, weil es auch etwas dünnflüssiger ist. Ihr müsst halt schauen, mit welchem Harz ihr besser auskommt. Ein etwas dickeres oder etwas dünneres. Und wie gesagt, das Künstlerharz ist etwas dicker. Finde ich aber ganz gut. Oder ist ein bisschen mein Favorit, sagen wir es mal so. Okay, Pigmente zu. Jetzt beten wir, dass die Farbe reicht und versuchen mal ein schönes Bild zu machen. Ja, das Gold ist doch etwas schon dickflüssig. Wie gesagt, müsst ihr aufpassen ein bisschen. Das Bild soll jetzt auch keine Schönheit werden. Ich möchte es euch noch zeigen. Na, das lasse ich mal. Wie es funktioniert. Ja, ich hoffe, das reicht.
So, haben wir noch blau. Ups. Ja, jetzt sind sie leicht. Okay, und da könnt ihr jetzt natürlich auch spielen, das heißt, ihr könnt es etwas laufen lassen. Also ähnlich gesehen wie beim Acrylgießen. Das war ja mein Hintergedanke, dass man es so einfach wie möglich macht. Dass man ähnlich wie beim Acrylgießen, jetzt schmeiße ich alle Becher um, ach, dann klebt es am Klebeband fest. Ja. Also wie gesagt, dass man es so einfach wie möglich hat. Man kann natürlich auch hier ein bisschen swipen. Versuchen auch das Harz ein bisschen so an die Kanten zu bringen. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt hier, durch das Swipen entstehen auch wie so kleine Zellen. Ich lasse es aber auch noch ein bisschen laufen, damit es sich besser verteilt. Ihr könnt da ganz schöne dünne Schichten machen. Ihr könnt natürlich auch dickere Schichten machen. Ja, da gehen Schichten bis 1 cm. Da geht es aber dann schon ins Eingemachte, sage ich jetzt mal. Weil da könnt ihr dann noch einen Entlüfter dazu nehmen. Weil bei so dicken Schichten sollten sich die Luftblasen ja auch beim Trocknen nach oben kommen. Aber darum geht es heute nicht. Ich zeige euch erstmal, wie man schöne Bilder machen kann. Darum sage ich ja immer, lieber ein bisschen mehr anrühren, weil da kann man nicht so einfach was nachmischen oder so schnell nachmischen. Harz ist halt doch ein Gebinde, das etwas dauert zum Anmachen. So. Jetzt habe ich nämlich schon eigentlich so alles voll soweit. Ich kann jetzt natürlich noch ein bisschen spielen. So wie es mir gefällt. Tauche vielleicht auch noch mal in Gold ein. Ein
ziehe da eine goldene Linie durch. Okay, das war zu viel. Okay, ihr könnt immer schauen, dass ihr die Ränder vielleicht gleich abstreift. Also abstreift, damit umso weniger nachher passiert beim Klebeband abziehen. Okay, das war es jetzt eigentlich schon vom Verarbeiten her. Stelle ich das mal zur Seite. Jetzt kommt der spannende Teil. Etwas erhitzen, damit die Luftbläschen rausgehen. Wie gesagt, aufpassen, nicht zu arg erhitzen. Je mehr ihr erhitzt, umso flüssiger wird das Harz, also jedes Harz. Und wenn es dann soweit gut ist, also der Rest entlüftet sich dann auch noch beim Trocknen. Denk mal, das ist schon gut so. Mir fällt zumindest nichts mehr auf. Ihr müsst halt immer genau schauen, wo noch was ist. Wenn es mal anfängt zu dampfen, dann war es zu warm. Okay. Cool. Ich lasse das jetzt so, dann seht ihr durch das Erhitzen, hat sich hier ein bisschen eingeschrumpft und jetzt seht ihr, wie dünnflüssig das ist, wenn ihr es erhitzt. Aber das ist kein Problem. Darum sage ich immer, mir ist fast ein etwas dickeres Harz lieber, weil bei dünnflüssigen Harzen wird es doch recht schnell dünn, aber ist Geschmackssache, darum habe ich beide im Angebot. Ihr könnt es dann auf meinem Shop alles mal in Ruhe anschauen, wenn es euch interessiert. Okay, cool, ich lasse es so, zeige es euch jetzt mal von nahem und dann warten wir 24 Stunden, weil in 24 Stunden ist es soweit getrocknet, dass man es anfassen kann, und nach 48 Stunden ist es komplett durchgetrocknet. Okay. Also wie gesagt, Temperatur, ich habe es wahrscheinlich schon mal gesagt, um die 20 Grad sollte man nicht zu kalt arbeiten. Und auch beim Trocknen dann sollte so die Temperatur halten. Also, dann zeige ich es euch gleich von nahem. Jetzt mal von nahem. Ihr seht auch hier, das ist der faszinierende Glanz, finde ich immer. Also ihr seht, wie gesagt, ihr bekommt ja teilweise durch das Wischen oder Swipen auch schon ein paar schöne Zellen heraus. Seht auch hier schöne Strukturen. Auch hier. Aber ihr könnt da arbeiten, testen, ausprobieren, wie ihr möchtet. So. Okay, dann lasse ich es jetzt mal trocknen und dann sehen wir uns gleich wieder.
Jetzt schaut her, das Bild ist ca. 24 Stunden getrocknet, also trocken. Wie gesagt, es sollte ca. 48 Stunden richtig austrocknen, dann ist es richtig fest. Aber, das zeige ich euch jetzt, ihr solltet ja dann das Klebeband abziehen. Das machen wir jetzt auch. Ihr seht auch hier, ich habe es ja umgeschlagen, damit wirklich alles frei bleibt. Wenn ihr auch sowas wie hier habt am Rand, dann, ups, wenn ihr sowas wie hier am Rand habt, das ist egal, das geht dann ab, das blättert praktisch ab. Und jetzt schauen wir mal, dass wir es abbekommen. Dass ihr das auch mal gesehen habt. Und ihr seht, es läuft eigentlich auch nichts runter. So. Na. Gut. Die Struktur hat soweit auch behalten. Ihr seht hier, auch hier, diese Zellenbildung. Und glänzt halt natürlich auch schön. Das ist ja das Geniale in dieser Harzgeschichte. Gut, das war's dann von mir. Ich hoffe, euch hat es geholfen, vielleicht auch mal selber auszuprobieren. Ihr könnt dann zum Schluss entweder könnt es nochmal polieren, ihr könnt aber auch nochmal eine Schlussschicht, ups, Dreck, eine Schlussschicht mit diesem Deckschichtharz mal drüber machen, also glasklar. Dann kommt es noch genialer raus, aber das ist dann euch überlassen, was ihr daraus macht. So reicht es auch schon aus. Gut, dann war es das von mir. Und falls ihr Fragen habt, gerne schreiben. Ansonsten wünsche ich euch was. Bis zum nächsten Mal. Ich werde noch ein paar Videos bringen, auch um euch zu helfen und auch vielleicht auch die Angst vom Harz zu nehmen. Ist gar nicht so schwierig. Ja, wie alles, etwas Übung natürlich, aber das passt. Also, macht's gut, bis dann. Tschüss. Bye.